Hi Leute, ich war letztens mal wieder im Bikepark Schulenberg, welcher ganz nebenbei gesagt einer meiner absoluten Lieblingsparks ist. Die Atmosphäre ist entspannt und mit keinem anderen Park vergleichbar. Der Lift ist schnell, die Strecken rough und die Sprünge ordentlich groß. Und mit groß meine ich wirklich groß. Denn die Jungs dort haben im letzten Jahr eine Jumpline in einem Format gebaut, welches ich bis dato, wenn überhaupt, nur aus französischen Bikeparks kannte. Und genau diese Jumpline hatte uns an diesem Tag nach Schulenberg gelockt. Da der Park natürlich auch noch vieles mehr zu bieten hat und wir auch keine Lust hatten, uns gleich morgens über die dicken Dinger zu schanzen, haben wir es bis zum Mittag erstmal auf den anderen Strecken eingefahren. Davon zeige ich euch in diesem Video den Freeride, den Biker X und den Stempelstieg. Wer diese drei Strecken nicht sehen will und sich nur für die Jumpline interessiert, der kann diesen Teil einfach überspringen und bei 7 Minuten und 20 Sekunden wieder einsteigen. Viel Spaß? Ja.
Genau! Aber das war's auf jeden Fall mit Niklas. Sein Sprungvorhaben, der Dämpfer ölt wie Sau. Rebound ist nahezu nicht mehr vorhanden. Aber der war aber rund eben, der hat gepasst. Hier. Die Mittagspause ist jetzt auf jeden Fall durch. Niklas, sein Dämpfer ist leider Schrott. Von daher ist er leider raus für die Jumpline. Das macht mir jetzt aber wenig. Ich fahre mich jetzt noch einmal ein. Und dann werde ich da mal hinfahren und mir das Ganze mal aus der Nähe angucken. Start an der Jumpline jetzt. Ich gehe einfach mal wieder, ja. Echo ist auch schon da. Das willst du auf jeden Fall nicht casen. Nee. Ist aber auch noch keiner zu kurz gesprungen, glaube ich, jetzt von den Leuten. Ich glaube, der wird auch immer noch da liegen. Ja. Nicht zu weit unten fahren, okay? Hey, der ist schon echt hart spät, ja. Ne, den musst du halt auf jeden Fall mitkriegen. Das ist der wichtigste Push für den auf jeden Fall. Er ist so safe, den kannst du so weit und so oben rausbomben, das ist gar kein Problem. Der ist so safe, dass ich nicht oben drüber gucken kann. Und der geht halt leicht nach links, ne? Fuck, Alter. Nee, kannst du auch oben, unten landen, das ist egal, je nachdem wie weit du fliegst, ne? Ob du da hinspringst oder da, ist egal. Ja, ich aber halt müsstest du schon ein bisschen nach rechts. Ich würde schon eher rechts halten, dann kommst du genau hier oben in der Drittel. Ja. Und dann hast du auch entspannt da Zeit, falls du korrigieren musst, weil du, ne, siehst ja, das sind auch 2-3 Meter. Ja, hier sollte der Abgang dann passen, dass du die auf jeden Fall noch triffst zum Pushen, zum Schwung holen. Ne? Ja. Weil hier muss das Hinterrad und Vorderrad auf jeden Fall schon gut durchrollen. Ne? Ja, der danach ist ein bisschen einfacher wie der davor. Okay. Der geht halt schön weit, ist aber auch hoch. Ist alles safe, Landung ist auch super entspannt. Also man jumpt schon ziemlich weit nach oben raus. So. Ist auch wieder variabel, ne? Kannst du nicht viel Faxen machen. Okay. Mir ist eigentlich nur wichtig, dass du nicht, also ich gehe immer nicht so weit oben raus, weil ich den relativ gerade halte hier, ne? Mhm. Ist auf jeden Fall der Bolzen. Ja, ja. Keine Frage. Wenn der nicht guckt, dann weiß ich auch nicht. Nehmen wir uns allen so. Bist du nicht der Erste? Ja, der danach, ey, das kann ich dir halt nicht sagen, ne? Weil das ist echt eine Schanze einfach. Eine Schanze wirklich drauf. Er muss doch nach links weg. Ja, also minimal, ja. Respekt schon mal jetzt an alle, die das schon gemacht haben. Schon ordentlich, ne? So weit kann ich nicht werfen. Wow. Das war knapp.
Danke fürs Coaching. Oh yeah! Ja, 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 ja. Weiter! Jo, das war's soweit aus Schulenberg. Jumpline war auf jeden Fall ganz nett. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Peace out. Ciao.